Hallo, liebe Leute, zu einem Infovideo mit mir, dem Yannick, aber auch mit dem Nils. Hallo, Nils. Guten Tag. Ja, den Nils kennt ihr wahrscheinlich schon aus diversen Videos, allen voran unser letztes Europa Universalis Projekt. Und heute wollen wir euch ein neues Multiplayer-Projekt vorstellen, nämlich eine große Stellaris-Multiplayer-Runde. Nachdem ja jetzt der neue Patch und DLC rauskam und sich ja doch einiges getan hat. Quasi alles. Ja, stimmt wohl. Ja. Also ich glaube, so krass wurde noch fast kein Paradox-Spiel durchgeschüttelt, oder? Doch, Stellaris bei dem letzten großen Update, als sie die Hyperlanes geändert haben. Die Stimmt, haben bei ja. dem Spiel einen Drang dazu zu übertreiben. Ja, okay, gut, ja, immerhin. Aber ansonsten Stellaris ist irgendwie das Experimentierfeld, habe ich so das Gefühl. Ja, gut. Also, wenn ihr mitmachen wollt, dann gibt es in der Beschreibung von diesem Video eben einen Link zu dieser Google Docs-Geschichte hier. Und da könnt ihr eben oder mitmachen und dann könnt ihr hier eben mehrere Sachen ankreuzen. Wir gehen das gleich durch. Einfach so grundsätzlich ein paar Informationen. Nils, vielleicht kannst du ja uns mal, den Zuschauern mal so ein bisschen erklären, was eigentlich unser Plan ist, was wir machen wollen. Also der Plan ist, dass es zumindest ein halbwegs Rollenspiel Multiplayer wird. Also jeder sollte, also erstmal sollten die Fraktionen einigermaßen gut durchgeschüttelt sein. Also dass es auf der einen Seite eine fanatische materialistische Mega-Corporation gibt, aber an der anderen Stelle auch einen Hive-Mind-Schwarm oder hier einen kommunistisch-menschlichen Staat, was auch immer. Also dass einfach alle Ethiken, Phänotypen und die Regierungsform wild durchgemischt sind. Genau. Der zweite Punkt ist, wir wollen, dass alle Spieler ein relativ langes Spielerlebnis haben und es nicht direkt von Anfang an heißt Rush, Rush, Rush und ein Spieler sehr schnell snowballt. Darum haben wir als eine Regel uns überlegt, dass jeder Spieler bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, wahrscheinlich Jahr 2350, also steht im Midgame, bis zu dem Zeitpunkt darf kein Spieler seinen Heimatplaneten verlieren. Alles andere darf ihm erobert werden, außer der Heimatplanet. Wobei diese Regel nicht für die Fraktionen gilt, die ja, fanatisch auslöschen wollen. Also Devouring Swarms, Fanatical Purifiers. Ich weiß nicht, wie die anderen heißen. Ja, also die Maschinen, die Genau, Roboter die und so, Maschinen. genau. Ja, die Maschinen, das Schwarmbewusstsein und so weiter, ja. Alles, was den Rest der Genau. Galaxie auslöschen will. Genau. Und eine Sache ist auch noch wichtig, wir werden das natürlich auch aufnehmen, ganz klar. Und wahrscheinlich werden das dann Nils und ich so machen wie bei dem EU-Projekt. Wir gehen hin in der Spectator-Perspektive und kommentieren das Ganze. Ich werde es wahrscheinlich auch streamen. Es ist noch nicht ganz sicher, ob Heiko auch mitmacht. Ich habe ihm jetzt vorhin mal geschrieben. Es kann sein, er spielt dann mit und wird aus seiner Spielerperspektive auch noch aufnehmen. Das ist gut möglich. Also jetzt gehen wir geschwind vielleicht die Umfrage durch. Ach ja, und Nils und ich werden dann halt durch die Channels switchen, mit den Leuten reden und halt einfach so ein bisschen kommentieren aus so einer Spectator-Perspektive heraus. Plus überprüfen, dass halt keiner irgendwie großen Mist Genau, baut, genau. was auch immer passieren könnte. Genau. Vielleicht jetzt kurz durchgehen. Also hier bei der Umfrage, ihr müsst einmal euren Steam-Namen angeben, am besten auch mit dem Link zu eurem Steam-Profil, weil manchmal ist es doch relativ schwierig, die Leute dann zu finden, selbst wenn man den Steam-Namen hat. Dann, wie viel Erfahrung hast du in Stellaris, einfach ankreuzen, wie viel Erfahrung ihr habt. Dann, ob ihr schon mal in einer großen Multiplayer-Runde dabei wart, wie gut ist euer Mikro. Es wäre relativ wichtig, dass ihr eins habt, einfach und das einigermaßen eine gute Qualität hat, damit ihr auch auf dem Teamspeak sein könnt. Dann euer Alter, ja, einfach ankreuzen. Und dann wollen wir schon mal so ein paar Informationen zu eurem Reich, das ihr spielen wollt. Also das müsst ihr euch jetzt schon so ein bisschen überlegen. Und da wollen wir dann eben wissen, welche Ethiken ihr haben wollt. Also da könnt ihr da dann reinschreiben und sagen, was weiß ich was. Fanatisch, militaristisch und Spirituell egalitär oder so, genau. oder das. Genau, und das könnt ihr dann hier eben reinschreiben. Also da wollen wir ganz genau wissen, welche Ethik oder ob ihr ein Schwarmbewusstsein seid oder was weiß ich. Dann die Regierungsform, die wollen wir natürlich auch wissen. Also zum Beispiel, ja, ein imperiales Reich oder was weiß ich was, ja. Oder eine Megakorb. Demokratie oder ein Megakorp oder wie auch immer. Genau. Dann die Staatselemente wollen wir auch schon wissen. Also, ja, Nils, mach mal ein Beispiel ganz kurz. Beispiel jetzt, wenn ihr eine Mega-Corporation seid
Also eine Mega-Corporation. Ob ihr dann die Criminal Heritage, also die kriminelle Mega-Corporation, spielen möchtet oder doch lieber die Zeugen Jehovas, also Gospel of the Masses, ich weiß leider nicht, wie es auf Deutsch heißt, Ja. und versucht die ganze Galaxie mit euren Produkten zu konvertieren. Uns Genau. geht es mit dem Ganzen vor allem darum, dass wir einen groben Überblick haben nach dem Motto, okay, wir wissen, was wir haben dann untereinander stehen, was spielen die Leute jeweils. Wenn uns dann auffällt, dass 20 Spieler bei der Umfrage eine Mega-Corporation mit Criminal Heritage und Gospel of the Masses angegeben haben, ist das für uns zwar die ersten 20 Minuten lustig, wenn die ganzen Spieler merken, oh Scheiße, wir sind ja alle Mega-Corporations und können gar nicht miteinander interagieren, aber es wäre halt für die Multiplayer-Runde eher schädlich. Deswegen wollen Genau. wir das im Voraus wissen, dass wir dann gezielt auf Spieler zugehen können. Dann fragen können, hey du, hast du nicht Lust, was anderes zu spielen? Ist ein bisschen doof, das haben schon fünf andere. Genau, eben. Also da genau. Aber trotzdem hier erstmal eure Lieblingssachen einfach reinschreiben. Dann, welche Eigenschaften eure Rasse besitzt. Also ja, auch da einfach, dass wir da unterschiedliche Sachen auch haben. Welchen Genau. Planetentyp bevorzugt deine Rasse? Wie sieht deine Rasse aus? Also der Phänotyp. Und ansonsten, also da bei dem Phänotyp müsst ihr dann nur sagen, was weiß ich, menschlich oder humanoid oder was weiß ich was, ja, oder das sind zwei Wenn ihr es verschiedene schon genauer Kategorien hier. beschreiben wollt, Ja, ist ganz genau. gut, aber muss Genau. jetzt nicht Und unbedingt. was auch schön wäre, wenn ihr euch eine kleine Hintergrundgeschichte zu eurer Rasse oder eurem Reich überlegen würdet. Wobei das ja Einfach. jetzt noch nicht, das würde ich halt jetzt, also das müsst ihr jetzt noch nicht fertig haben, das könnt ihr nur, Genau, das aber gibt ihr so halt in mal dieser Biografie stichprobenmäßig, in das wäre cool. Stellaris. Genau, ja. Genau. Also da könnt ihr euch ja schon mal vielleicht ein bisschen, falls ihr auch schon eine Idee habt, könnt ihr das reinschreiben. Wäre auf jeden Fall super. Geplant ist es, so ungefähr mit der Maximalzahl, nämlich 30 Spielern zu spielen, wenn wir das irgendwie schaffen. Zusammenkriegen. Und die praktisch der Spieltag, also wann wir immer spielen wollen, ist noch nicht so ganz sicher. Das werden wir dann mit den Leuten auch besprechen, welcher Tag am geschicktesten ist. Und wann werden wir damit anfangen? Ich weiß es noch nicht, ob wir es in diesem Jahr noch schaffen, um ehrlich zu sein, weil es ist ja bald Weihnachten Wahrscheinlich und so. eher im nächsten Jahr, weil Genau. jetzt halt alle Leute irgendwie Heimat, Familie und dann aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen keine Zeit und Lust zum Zocken haben. Kann ich nicht Genau. verstehen, aber ist so. Genau. Und deswegen müssen wir dann halt da mal gucken. Aber wir können ja auf jeden Fall mal mit der Organisation anfangen, weil sowas ist ja auch nicht von heute auf morgen organisiert. Genau. Also ich hoffe, viele von euch machen mit. Wir freuen uns schon sehr, weil ich habe das ja auch schon länger jetzt vor. Aber jetzt haben wir ja noch diesen DLC abgewartet. Und dann hoffen wir, dass euch die Idee gefällt und dass ihr fleißig hier dran teilnehmt. Ja, gibt eigentlich schon nichts mehr, oder Nils? Glaube nicht. Sonst, wenn euch gar nicht, also wenn ihr in dem Fall jetzt zum Beispiel noch nichts eintragen solltet bei Ethiken oder so, also wenn ihr zum Beispiel noch keine Idee habt, was ihr spielen wollt, oder einfach sagt nach dem Motto, mir ist eigentlich relativ egal, was ich spiele, könnt ihr es in der Theorie auch freilassen. Wir bauen euch dann was zusammen, wo wir denken, dass es lustig ist für die Runde. Nur dann müsst ihr Genau. das auch Oder ausspielen. reden dann auch nochmal mit euch, Genau. genau, einfach drüber. Also ihr müsst noch nicht alles ankreuzen, also ihr könnt dann auch einfach Genau. reinschreiben, noch nicht sicher oder was weiß ich was. Aber es wäre schön, wenn viele von euch schon mal sich jetzt schon Gedanken machen, was dann einfach für uns, für die Organisation auch ein bisschen entspannter ist. Genau. Genau. Also, dann vielen Dank und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Tschüss.